Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute in meinem Video geht es um das Thema Kinderwagen. Ich möchte euch heute endlich meinen Kinderwagen zeigen. Ich hatte das euch ja schon länger versprochen, weil einfach schon ganz viele danach gefragt hatten. Samira zeigt übrigens ihren Kinderwagen genau, auch am Ende Schluss des Videos. Wird Samira ihren Kinderwagen wird auch ziemlich zeigen. Lustig. Ja. Mal schauen, welcher besser ist. Ja. Und bei mir war es so, als ich damals auch bei der Samira eben schwanger war. Vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren. Damals hört sich immer so lange her an. War es natürlich so, wenn man schwanger ist, dann kennen das wahrscheinlich viele von euch auch. Da informiert man sich dann gleich mal, was brauche ich denn überhaupt alles fürs Kind? Und dann sitzt man eben so da, so im dritten, vierten Monat und stöbert die Internetseiten durch, schaut sich in Babyshops um und schaut einfach mal, was brauche ich alles? Ich brauche ein Bett, ich brauche einen Kinderwagen, ich brauche, keine Ahnung, eigentlich braucht man immer viel zu viel fürs Kind. Da komme ich aber noch am Ende drauf zu sprechen. Und auch bei der Samira damals war es eben so, ich habe dann gesagt, okay, wir brauchen einen Kinderwagen. Eigentlich ganz komisch, dass man immer zuerst an einen Kinderwagen denkt, statt irgendwie ans Babybett. Aber es war halt da auch so. Das ist meistens der zweite Satz. Ja, die Frau sagt, Schatz, ich bin schwanger. Dann, und dann, ich brauche einen Kinderwagen. Genau, und dann denkst du, ich brauche einen Kinderwagen, genau. Irgendwie so. Ja, auf jeden Fall habe ich mich damals dann eben auch im Internet informiert. Das geht ja heutzutage zum Glück ganz gut. Man kann dann natürlich ganz viele Seiten durchforsten. Es gibt so viele Anbieter, es gibt so viele Hersteller. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Bewertungen drüber, ganz viele Meinungen und ganz viele Tests. Und da war es dann am Ende irgendwie so, ich war eigentlich total überfordert, weil ich nicht mehr wusste, was brauche ich jetzt, wem glaube ich jetzt und was hole ich mir jetzt am Ende. Und bei uns war es eben damals so, wir waren beides noch Studenten, also Murat und ich. Und da muss man natürlich auch gucken, dass es jetzt nicht zu teuer wird. Denn, ich war in der Ausbildung, Sally, mach mich nicht schlauer, als ich bin. Denn man muss ja auch schauen, was kann man sich überhaupt leisten. Aber dennoch haben wir halt damals auch schon Wert drauf gelegt, dass es halt so was Qualitatives wird. Deswegen habe ich mich damals für einen Kinderwagen entschieden, so einen Kombi-Kinderwagen. Da war dann der Sportwagen mit dabei, die Babyschale mit dabei und sogar noch ein Autositz, was halt richtig toll war, weil ich halt gedacht habe, okay, damit machst du halt ein Schnäppchen. Wobei Schnäppchen auch, also wir haben trotzdem, ich glaube, ungefähr 400 Euro ausgegeben, gell? Was natürlich schon relativ viel ist für jemanden, der studiert und jemanden, der in der Ausbildung ist. 800 Mark? Ja, Mark rechnen wir jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir dann den Kinderwagen damals bekommen und das Erste war, als ich ihn ausgepackt habe, der hat einfach furchtbar gestunken. Also das war wirklich, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber er hat furchtbar gestunken nach, ich weiß nicht, Chemie, nach Gift, ich weiß es nicht, es war wirklich furchtbar. Deswegen habe ich dann erstmal alle Bezüge abgenommen und gewaschen. Und als es danach immer noch nicht besser wurde, habe ich ihn einfach einen Monat auf der Terrasse stehen lassen, weil ich habe den ja schon während der Schwangerschaft gekauft und konnte ihn dann einfach draußen stehen lassen. Dort steht er immer noch? Dort steht er eigentlich immer noch, ja. Der Geruch wurde leider mit der Zeit nicht besser, aber wir hatten den dann schon und ich konnte den dann auch nicht mehr reklamieren. Ich hatte den nämlich im Internet bestellt und die haben sich geweigert, den Kinderwagen zurückzunehmen. Also mussten wir den halt behalten. Haben wir gedacht, komm, so ein bisschen lüften, dann geht's auf jeden Fall. Leider war das aber nicht der einzige Macken an dem Kinderwagen, denn es war leider auch so, dass der allgemein halt nicht so qualitativ war. Obwohl ich gedacht habe, das war eigentlich schon so eine Marke, wo man denkt, also ich will sie jetzt auch nicht schlecht machen, aber es war eine Marke, wo man denkt, okay, das sollte eigentlich schon ein guter Kinderwagen sein. Und die Marke hat sich sehr deutsch angehört. Ja, das war sehr, sehr deutsch. War sie dann leider doch nicht. Naja, haben wir jetzt dazugelernt. Auf jeden Fall war es dann halt auch so, der Kinderwagen hat zwar ein sehr leichtes Gestell, aber er ist halt ziemlich billig verarbeitet, sage ich jetzt mal, also wenn man das so sagen kann. Ja, am Anfang kennt man sich halt noch nicht aus. Ja, da kennt man sich nicht aus. Die Räder waren zum Beispiel richtig klein und es waren auch keine Lufträder, sondern zum Beispiel nur so Hartgummiräder. Und auch allgemein, wenn man mit dem Wagen gefahren ist, da konnte man halt nicht richtig lenken, weil die Räder sich immer wieder verdreht haben und ja, das ging einfach nicht mehr. Und nach 2 Wochen ist mir sogar das Gestell kaputt gegangen, also nach 2 Wochen fahren. Und ich habe den dann reklamiert, habe gesagt, komm, jetzt möchte ich ihn zurückschicken, der ist kaputt, der ist unbrauchbar. Und die haben mir das Geld nicht zurückgeschickt, sondern haben mir einfach ein neues Gestell geschickt. Ja. War natürlich das Problem nicht gelöst, denn dann hatte ich ein neues Gestell, was natürlich wieder nach ein paar Monaten einfach abgenutzt war und ich den Wagen wieder nicht benutzen konnte. Und das war eigentlich auch das Problem, warum ich jetzt am Ende einen neuen Kinderwagen gebraucht habe für die Ella. Weil ursprünglich war halt mein Gedanke, beim ersten Kind kaufe ich mir einen Kinderwagen und den benutze ich dann einfach für alle meine Kinder. Ja, wir kriegen ja noch 4, 5 Stück. Ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall war das leider damals nicht so. Deswegen musste jetzt ein neuer Kinderwagen her. Der Murat hat das Ganze irgendwie vergessen und hat gesagt, nee, wir brauchen keinen neuen Kinderwagen, wir nehmen einfach den alten, weil der war ja im Keller.
Und ich habe dann ewig mit ihm rumdiskutiert. Ich meine, ihr findet es immer ganz lustig, wenn er mit mir diskutiert, aber wenn man mit dem Mann zusammenlebt und dem einfach nicht klar machen kann, dass der Kinderwagen wirklich unbrauchbar war, dann war das schon ziemlich anstrengend. Und ich habe ihn am Ende dann doch überzeugen können, dass wir einen neuen Kinderwagen brauchen, als wir den Keller ausgemistet haben und er den alten Kinderwagen gesehen hat. Und dann hat er gesagt, okay, hast recht, der stinkt übrigens der stinkt immer noch. Und der stinkt immer noch nach 5 Jahren, das ist wirklich unglaublich. Also nicht nur wir riechen das, sondern auch meine Mama hat dann gesagt, mein Gott, wie konnten wir den damals überhaupt benutzen? Also wirklich ganz schlimm. Wir wollten den ja eigentlich hast du ja das ja, eigentlich ja, wollte ich den sogar spenden an das Flüchtlingsheim. Wir haben einen Anruf bekommen. Genau, wir haben dann einen Anruf bekommen, ob jemand noch einen Kinderwagen hat. Und als wir den dann aber ausgepackt haben, habe ich gesagt, nee, also wenn mein Kind da nicht drin liegen kann, dann will ich auch nicht, dass ein anderes Kind drin liegen muss. Deswegen müssen wir ihn leider einfach wegschmeißen. Ja, wir schmeißen weg, obwohl er eigentlich noch sehr gut ist. Eigentlich traurig, oder? Ja, echt traurig. Naja. Meine Mutter hatte übrigens, darf ich das ganz sagen? Ja. Ich meine, wenn wir gerade über Geld ausgeben sind. Ja. Meine Mutter hat das ganz einfach gemacht. Also als wir im Schwabenland waren, wir haben einfach einen Einkaufswagen beim Aldi geklaut. Was geklaut? Wir haben dafür bezahlt. Für eine D-Mark. Ja, für eine D-Mark. Also nicht mal einen Euro. Also, Und das war doch euer Kinderwagen. Ja, natürlich. Ein Einkaufswagen genommen, mit Stroh ausgelegt und fertig. Der schwäbische Kinderwagen. Genau, das ist die schwäbische Version des Kinderwagens. Ja, zum Glück ist es heutzutage nicht mehr so und es gibt auch gute Kinderwagenhersteller. Und deswegen haben wir uns natürlich auch dieses Mal jetzt wieder informieren müssen. Natürlich habe ich dann, falls ihr euch erinnert, in einem Schwangerschaftsupdate euch gefragt und gefragt, welchen Kinderwagen könnt ihr mir empfehlen? Und es wurden wirklich sehr viele Marken genannt, aber die häufigste Marke, die genannt wurde, war eigentlich der Hartan. Und bisher hatte mir die Marke nichts gesagt. Also ich kannte Hartan, den Kinderwagenhersteller, nicht und habe mich dann einfach mal informiert. Und ich habe sogar eine E-Mail bekommen von einer Zuschauerin, deren Mann dort arbeitet. Das fand ich dann auch ganz witzig. Also habe ich gedacht, komm, jetzt schaue ich mal auf die Seite vorbei. Und dann sind wir auch zu einem Babyfachmarkt gefahren und haben uns den einfach mal angeguckt. Und ich war, also als ich schwanger war, waren auch zeitgleich 2 andere Freundinnen schwanger von mir. Und die haben dann beide gesagt, ja, wir haben den auch schon gekauft. Also beide von denen hatten auch einen Hartan. Und sogar unsere Nachbarin, die hatte auch einen Hartan, die gegenüber. Ja, ja. Aber das fiel uns alles erst auf, als wir uns selber damit beschäftigt haben. Weil davon fällt ja irgendwie sie gar nicht auf. Genau, wenn du schwanger bist, dann merkst du plötzlich, oh Gott, die ganze Umgebung ist schwanger. Und wenn du dir dann den Kinderwagen holen möchtest, merkst du, ach Gott, alle haben den gleichen Kinderwagen. Also haben wir uns darüber informiert und was ich richtig toll fand, Hartan hört sich auch sehr deutsch an und es ist auch wirklich eine deutsche Firma. Also sie klingt nicht nur deutsch, sie ist deutsch. Und mir hat halt ganz gut gefallen, dass sie wirklich alles zu 100% in Deutschland produzieren. Also es wird hier konstruiert, es wird hier designt und es wird hier produziert und hier verkauft. Zu 100%. Und das hat mich halt so fasziniert, weil ich finde, heutzutage gibt es echt noch wenig Firmen, die wirklich alles zu 100% hier produzieren. Es gibt natürlich auch Hersteller, da steht dann drauf Designed in Germany, aber die produzieren dann halt nicht in Deutschland. Die produzieren dann meistens halt im Fernost. Und ich meine, für mich macht es keinen Unterschied, ob jetzt Deutschland, Österreich oder Schweiz, oder Frankreich. Das sind für mich natürlich Länder, denen ich dann vertraue, also dass da eben Sicherheitskriterien erfüllt werden und die Standards erfüllt werden. Aber wenn ich halt weiß, das Produkt kommt dann eben aus Fernost, weiß ich eben, wie bei den Textilien zum Beispiel, das können dann Schadstoffe drin sein, Chemikalien drin sein und es wird dort halt einfach nicht so kontrolliert wie bei uns hier. Und deswegen war mir das eben ganz wichtig und deswegen haben wir uns dann eben beide über den Hartan informiert, uns den angeschaut und letztendlich dann eben auch angeschafft. Wichtig ist mir natürlich bei meinem Kinderwagen zuerst mal die Sicherheit, also neben den Schadstoffen natürlich auch die Sicherheit. Und dafür ist zum Beispiel das TÜV-Unternehmen zuständig. Also auf den wenigsten Kinderwagen, den man kaufen kann, ist wirklich ein TÜV-Siegel drauf. Und mein Kinderwagen, der hat das wirklich mit drauf. Das war mir ganz wichtig. Deswegen könnt ihr mal bei euch auf einem Kinderwagen schauen, ob ihr überhaupt ein TÜV-Siegel drauf habt. Das ist für mich halt wirklich so ein Sicherheitskriterium. Also die werden ja geprüft nach der europäischen Sicherheitsnorm. Ich glaube, EN 1888 ist das, genau. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal schauen. Im Internet gibt es natürlich ganz viele Testseiten, die Kinderwagen und so weiter alles testen. Also man findet da wirklich zahlreiche Seiten. Und ich finde, wenn eine Testseite einen Kinderwagen testet und den dann gleichzeitig auch verkauft, finde ich es halt ziemlich unseriös. Also man weiß dann ehrlich gesagt nicht, was man glauben soll. Vor allem schneidet der eine Kinderwagen bei Test A gut ab, beim anderen Test schneidet er mangelhaft ab. Und man muss dann halt einfach immer hinterfragen, was wurde denn gerade getestet. Wurden da jetzt nur die Reifen getestet? Wurden die Schadstoffe getestet? Oder die Firma allgemein? Wurde die Firma allgemein getestet? Die Sicherheit getestet? Also man muss es halt immer hinterfragen. Und deswegen finde ich,
ist halt immer ganz wichtig, weil man eben so Testzeiten eigentlich nicht wirklich vertrauen kann, dass man einfach sagt, okay, ich nehme ein regionales Unternehmen, die erfüllen die Sicherheitskriterien, die Standards und dann weiß ich zum Beispiel auch, wenn es in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz oder vor Ort eben produziert wird, weiß ich auch, es kommen gar nicht diese Schadstoffe mit rein. Und deswegen haben wir uns jetzt schlussendlich für den Hartan-Kinderwagen entschieden. Und ich habe da sogar angerufen, weil ich ja wusste, alles wird hier in Deutschland produziert. Habe gedacht, komm, ich fahre mal hin und filme das für euch. Aber leider wurde mir da abgesagt. Also privat dürfte man eventuell hin, um da in die Produktion mit reinzuschauen. Aber filmen darf man es natürlich nicht. Du wolltest einen auf die Sendung mit der Maus machen. Okay. Ja, ich wollte es euch zeigen. Ja. Aber ich finde es auch, also für mich ist es auch ganz klar verständlich, dass dann eine Firma sagt, okay, wir schützen unsere Produktion und unsere Geheimnisse. Deswegen finde ich das völlig okay. Ja. Ja. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal kurz meinen Kinderwagen, für welches Modell ich mich entschieden habe und was er halt so alles kann. Vielleicht hatten die auch Angst vor mir. Wahrscheinlich. Kann auch sein. Also den Kinderwagen gibt es ja in verschiedenen Ausführungen, da gibt es auch verschiedene Modelle. Ich habe mir jetzt halt den hier ausgesucht, das ist der VIP und ich habe da oben diese Kombitasche mit dabei, also da gibt es auch verschiedene. Und ich habe mir dieses schöne Hellgrau ausgesucht, einfach weil ich es neutral halten wollte. Und diese Tragetasche da oben, die kann man hier ganz einfach abmachen an beiden Seiten und die muss man halt zusammen mit dem Sportwagenaufsatz benutzen. Und dann kann ich diese Tasche rausnehmen, inklusive Samiras Puppe natürlich, die hat sie mir vorhin reingelegt. Und dann kann ich das so zum Beispiel auch transportieren, wenn wir mal nach dem Spaziergang zu Besuch gehen, kann ich das mit reinnehmen und die Ella kann einfach drin weiterschlafen. Und dann habe ich hier diesen Sportwagenaufsatz, den benutzt man ja erst ab 6 Monaten. Also bis 6 Monate schläft sie unten in der Tasche und ab 6 Monaten hat sie dann eben hier diesen Sportwagenaufsatz. Und der muss halt unten immer mit dabei sein, bei dieser Tasche einfach aus Sicherheitsgründen. Falls man zum Beispiel mal mit dem Kinderwagen irgendwie durch den Supermarkt läuft und man würde zum Beispiel gegen ein Regal laufen, dann muss natürlich so eine gewisse Stabilität da sein und eine Sicherheit, dass eben das Regal sich zum Beispiel nicht zum Kind durchdrückt, dass halt der Kinderwagen von außen schön stabil ist. Und bei dem Sportwagenaufsatz, da hat man halt dieses Verdeck mit dabei, das kann man hier eben regeln. Und man kann natürlich auch die Höhe verstellen, also dass das Kind dann später praktisch auch sitzen kann. Und das kann man dann eben auch wieder zurückstellen. Und hier vorne, da habe ich so 2 Aufhänger, da kann ich meine Wickeltasche aufhängen und einfach auch wieder wegmachen. Und das finde ich halt auch super, weil dann habe ich da unten den Korb einfach frei, um zum Beispiel Samiras Sachen noch mitzutransportieren oder wenn ich mal in der Stadt unterwegs bin, auf dem Markt, kann ich da einfach auch ein paar Sachen mit reinmachen. Und was für mich auch ganz wichtig ist, ich kann halt da oben den Griff einstellen. Also da können große Menschen das ganz groß machen und etwas kleinere einfach kleiner. Und man kann sich's einfach anpassen und muss nicht irgendwie gebückt mit dem Kinderwagen laufen. Und das finde ich halt hier oben ganz gut. Hier unten habe ich die Bremse, also die kann ich einfach mit dem Fuß sichern und dann auch wieder lösen. Und so ist einfach der Kinderwagen vom Wegrollen gesichert. Und was noch für die Sicherheit beiträgt, sind hier diese Reflektoren. Also damit kann man dann eben auch abends spazieren gehen und die Autofahrer sehen dich dann eben trotzdem. Der hat an beiden Seiten die Reflektoren und hier oben zum Beispiel auch, also wirklich an mehreren Stellen. Und ich habe halt hier einen ganz leichten Rahmen. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Das ist ein Alurahmen. Und ich kann jetzt hier diesen Sportwagenaufsatz einfach so rausnehmen und zum Beispiel dann ins Auto stellen. Das zeige ich euch dann gleich noch. Also ihr seht, die Montage und auch das Wegnehmen ist ganz einfach. Auch zum Draufsetzen muss ich ihn einfach wieder draufklicken. So, einfach an beiden Seiten. Und dann ist er schon wieder fest. Und hier im Innern des Sportwagens hat man dieses 5-Punkt-Gurtsystem. Und man kann das dann eben auch einstellen, je nachdem wie groß das Kind ist. Also am Anfang etwas kleiner, später etwas größer. Und dann hat man eben da auch die Sicherheit, wenn das Kind da drin sitzt. Hier den Fußteil kann man natürlich auch verstellen, je nach Größe des Kindes. Und dieses Verdeck kann man dann eben auch öffnen und schließen und das schützt das Kind eben auch vor der Sonne. Aber auch allgemein schützt der Bezug vor der Sonneneinstrahlung mit 50+. Aber man soll das Kind ja natürlich trotzdem nicht der direkten Sonne aussetzen und deswegen halt immer dieses Verdeck eben aufklappen. Und der Zusammenbau geht halt wirklich sehr einfach. Also wenn man den Sportwagenaufsatz weggenommen hat, inklusive Tragetasche, dann ist es eigentlich nur noch ganz leicht. Man hat hier die Feststellbremse, die habe ich jetzt festgedrückt. Dann drehe ich hier oben, fahre das ein und dann muss man einfach nur noch hier drücken und zuklappen.
und kann das dann einfach so transportieren. Und das ist halt wirklich sehr einfach, also selbst für mich als Frau, ist es sehr einfach, das zu tragen, weil es einfach dieses Alu-Gestell ist. Und so habe ich dann auch im Auto nicht so viel Platzverbrauch und kann es dann einfach schön reinstellen. Und Aufbau geht genauso einfach. Und was ich halt bei dem auch richtig genial finde, diese Flexibilität, also die Räder vorne sind ja total flexibel und ich kann das Ding eigentlich komplett einmal um sich herum drehen. Das ging mit meinem alten Kinderwagen gar nicht. Aber jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wenn ich schon dabei bin, die Reifen. Und zwar sind es ja hier richtige Reifen. Das heißt, ich habe hier auch Luft drin und das ist nicht so ein Hartgummi, sondern das sind richtige Luftreifen. Und die haben halt auch eine tolle Federung. Das heißt, wenn ich auch mal über so einen Feldweg laufe, dann wackelt das Kind da drin nicht so, sondern der Kinderwagen federt das richtig gut ab. Und wenn ihr den jetzt zusammengeklappt habt und der trotzdem ein bisschen viel Platz im Auto verbraucht und ihr weniger Platz im Auto habt oder mal einen Einkauf noch mit drin habt, könnt ihr die Räder auch einfach wegnehmen. Und zwar einfach hier per Knopfdruck und könnt dann die Räder eben separat aufbewahren. Und dann wieder drauf. Und dann einfach wieder drauf. Und vorne geht es genauso. Da kann ich die Räder auch ganz einfach wegnehmen. Und dann eben separat aufbewahren. Und mit einem Klick sind sie dann wieder drauf. Und wenn man möchte, kann man die Räder vorne dann auch einfach feststellen, also arretieren. Das macht man dann einfach hier an der Seite. Und dann sind sie eben nicht mehr flexibel, sondern fahren dann eben nur noch geradeaus. Und wenn man die Räder abmontiert hat, dann sieht das Ganze so aus. Dann habe ich hier die vier Räder, das Gestell, was wirklich sehr flach ist. Und dann eben nur noch diesen Kinderwagenaufsatz, also den Sportwagenaufsatz mit der Tasche. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das alles in meinem Kofferraum verstaue. Also jetzt kann ich es einfach reinstellen. Das ist jetzt übrigens nicht unser Auto, sondern das von unserem Freund. Unser Auto kriegt nämlich gerade die Winterreifen drauf. Aber das tut es auch. Also einfach hinten rein. Bei uns kann man es, glaube ich, sogar etwas hochstellen, weil unser Kofferraum nicht so tief ist, sondern etwas höher. Und dann eben noch das Gestell. So. Und wenn wir jetzt eh schon am Auto sind, zeige ich euch noch ganz kurz den Autositz. Als Kindersitz habe ich hier einen Maxi-Cosi. Und da habe ich im Auto drin hier so eine Station. Und zwar gibt es da verschiedene Ausführungen. Und ich habe leider die falsche Ausführung bestellt. Und zwar gibt es eine, die macht man mit dem Isofix fest. Das ist dann hinten am Sitz, sind es dann so zwei Teile, die man dann eben festklemmt. Ich habe jetzt die Version mit dem Gurt, also habe es hier mit dem Gurt befestigt. Und unten ist da eben noch so ein Fuß, der da unten aufsitzen muss. Und die finde ich ganz praktisch, denn man kann einfach den Autositz dann nehmen und hier reinklicken. Und was ich da auch noch ziemlich praktisch finde, ist dieser Aufsatz, dieser Adapter. Da kann ich nämlich einfach den Maxi-Cosi drauf machen. So, und dann kann ich zum Beispiel damit einfach einkaufen fahren, wenn ich ganz kurz nur unterwegs bin, muss nicht den ganzen Kinderwagen auspacken. Und zum Abmachen drücke ich dann einfach diese zwei Knöpfe hier. Also ihr habt jetzt einfach mal meinen Kinderwagen gesehen und meinen Autositz und natürlich gibt es wirklich solche Kataloge an Babyzubehör, was man sich alles kaufen sollte, kaufen muss. Aber ich finde, es gibt wirklich nur eine Handvoll Dinge, die man wirklich braucht. Dazu zählt für mich einfach der Kinderwagen, der Autositz, der Hochstuhl und eigentlich das Bett. Das sind wirklich so vier grundlegende Dinge, die man wirklich braucht. Alles andere, finde ich, braucht man eigentlich nicht wirklich, oder Murat? Und ich meine, wir haben jetzt schon das zweite Kind. Es kommt auf die Person natürlich drauf an. Wir haben jetzt schon das zweite Kind und wir haben wirklich nicht alles gebraucht. Und ich denke, bei gewissen Sachen, gerade jetzt bei den vier Dingen, die ich aufgezählt habe, sollte man halt wirklich Wert auf Qualität legen und vor allem auf die Sicherheit, weil gerade zum Beispiel ein Hochstuhl, ein Autositz, ein Kinderwagen, solche Dinge müssen einfach sicher sein und qualitativ sein. Ich würde euch auf jeden Fall gerne noch ein Ausstattungsvideo zeigen, also auch mein Babybett und mein Hochstuhl zum Beispiel, wenn euch das interessiert. Und ich finde zum Beispiel, dass man viele Sachen einfach auch secondhand holen kann. Das heißt, gut, beim ersten Kind denkt man immer, es muss alles
alles neu sein, es muss alles schön sein. Ich kriege ja nur zum ersten Mal das erste Kind. Aber ich finde, dass man da eher Wert auf Qualität setzt und sagt, okay, vielleicht kann ich nicht so viel Geld ausgeben, dann kaufe ich mir lieber was Qualitatives aus dem Secondhand-Laden oder vom Kinderflohmarkt. Oder ich habe zum Beispiel auch ganz viele Kleidung von meinen Freundinnen abgekauft, die einfach schon ältere Kinder hatten. Und das finde ich eben ganz wichtig. Vor allem kann man so einfach die ganzen Produkte immer so im Lauf lassen. Also dann müssen die auch nicht entsorgt werden und kommen einfach. Ach, und gut. Fachhandel. Ja? Nur im Fachhandel. Genau. Und was ich ganz wichtig finde, dass man gerade diese großen Anschaffungen nur im Fachhandel macht. Also ich habe es jetzt gerade wieder, ich weiß, ich sage es immer selber, aber wir haben jetzt zum Beispiel diese Station für den Maxi-Cosi-Autositz auch im Internet bestellt. Und ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich den mit der Isofix-Station. Habe es leider im Internet bestellt und erst 4 Wochen später bemerkt, dass es der falsche war. Haben Sie mal bemerkt, unser Freund hat es bemerkt. Freund hat es bemerkt, ich habe es selber gar nicht gemerkt. Und ich dachte immer, ja, Isofix, den macht man doch gar nicht da fest. Auf jeden Fall hätte ich es im Fachmarkt gekauft, hätte ich den eben auch noch mal austauschen können. Aber im Internet war leider die Rückgabe zu spät. Genau, ausprobieren auf jeden Fall. Gerade beim Kinderwagen, finde ich, müsst ihr mit eurem Auto hinfahren, denn dann könnt ihr direkt ausprobieren, ob der Kinderwagen reinpasst. Auch beim Autositz muss man direkt ausprobieren, ob der Autositz gut reinpasst. Ja, deswegen Fachhandel ganz wichtig. Und die Beratung war ich jetzt auch immer gut. Die Beratung war super, das solltet ihr auch machen. Einfach die ganzen Funktionen, die man da hat. Sonst steht man da mit dem Handbuch, was man natürlich trotzdem lesen sollte, aber weiß einfach nicht wirklich, okay, wo fange ich an, wo höre ich auf. Ja. Sicherheit ist das Wichtigste. Ich bin als Kind sehr oft hingefallen, Sally. Ich merk's. Jetzt würde ich sagen, zeigen wir euch gleich noch Samiras Kinderwagen, beziehungsweise sie zeigt den euch. Das ist ziemlich witzig geworden. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls jetzt jemand sagt, gut, Sally, du hast deinen Kinderwagen ja jetzt erst 5 Wochen in Gebrauch, kann ja auch sein, dass er jetzt demnächst kaputt geht. Ich habe da eigentlich keine Bedenken, denn ich habe die ganzen Kommentare von meinen Zuschauern gelesen und es stand wirklich oft drin, dass da wirklich schon 5 Kinder den Hartan-Kinderwagen benutzt haben, der schon über mehrere Jahre in Gebrauch ist. Und der Opa lag auch schon drin. Deswegen habe ich da ehrlich gesagt keine Bedenken. Also das fand ich ganz faszinierend. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß beim... Beim was? Das ist immer so mein normaler Schluss, gell? Naja, viel Spaß beim... Beim morgigen Video. Beim morgigen Video, genau. Beim Sonntagsvideo. Und viel Spaß jetzt beim Anschauen von Samiras kleiner Sequenz. Das passt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Jetzt zeige ich mir meinen perfekten Kinderwagen. Hoch. Erst kann man hochklappen und runterklappen. Und das ist noch die Wickeltasche. Und ich habe noch was für mein Baby. Wenn es schläft, dann hole ich immer das raus und dann gehe ich zu dem Wohnzimmer. Wenn das Baby schläft, dann hole ich es einfach raus. Und mir geht mit der Spazier im Globus. Hier hänge ich meine Wickeltasche immer hin. Ich habe Taschentücher dabei und ein Geldbeutel und ein Handy und die Tempos und noch ein Labello. Ich mir jetzt die ganze Zeit. Oh nein, mein Geldbeutel ist wieder leer. Ich muss das von meinem Papa klauen. Ich hole mir schnell Geld. Echtes. I use the electricity or treasury or the music lady. I use the... Und hier habe ich immer meinen Apfel, weil dann, wenn ich Hunger habe im Club oder wenn ich irgendwo Hunger habe, irgendwo anders, dann esse ich immer meinen Apfel.
Hilfe. Ich habe jetzt Hunger. Komm, wir gehen jetzt einkaufen. Okay. Tschüss. Und mein Kinderwagen ist besser als von meiner Mama, weil meins ist nämlich lila. Und ich zeige euch jetzt noch mein Essen, was ich im Globus gekauft habe. Kuchen, Pizza, und jetzt noch Brot und wieder ein Kuchen und noch ein Hamburger. Brot.